Serious Sam war letztes Jahr auf dem PC zwar kein Mega-Hit, aber doch ein recht großer Erfolg. Ein Jahr später folgte ein zweiter Teil, Serious Sam – The Second Encounter, der aber eigentlich vielmehr ein Add-on mit neuen Maps war als ein eigenständiger Ego-Shooter. Jetzt hat Entwickler Crow Team beide Spiele zusammengemixt und für die Xbox neu aufbereitet. Wie ihr an unseren Ausschnitten bereits seht, gibt es in Serious Sam kaum Rätsel, dafür aber Massen von abgedrehten Gegnern. Ziel des geradlinigen Ego-Shooters ist es also eigentlich nur, es möglichst unversehrt bis zum Ende des Levels zu schaffen. 36 Level gibt es insgesamt, gefüllt mit großen und kleinen Monstern. Ist also ziemlich oldschool das Ganze, erinnert an die ersten Ego-Shooter, die es auf dem PC gab. Das Gameplay ist also recht simpel, genau wie die Steuerung, die ist sehr intuitiv. Ihr braucht euch also nicht erst stundenlang mit dem Interface zu beschäftigen oder irgendwelche Tutorials über euch ergehen lassen, bevor ihr loslegen könnt. Optisch ist das Ganze recht ordentlich, die Texturen verschwimmen beispielsweise nicht beim Näherkommen. Allerdings kann es sich natürlich auch nicht gerade mit einem Halo oder Unreal Championship messen. Soweit will Serious Sam aber sowieso nicht gehen. Das Spiel soll nicht anspruchsvoll sein, sondern einfach nur Spaß machen. Mehr nicht. Falls ihr euch übrigens wundert, warum die Monster hier schon die ganze Zeit so fröhlich und freundlich Blumen versprühen, dann liegt das einfach nur daran, dass ich das Blut im Optionsmenü auf Hippie eingestellt habe. Was ihr im Spiel sonst noch so machen könnt, lest ihr am besten in unserem Test im Heft.